Und da sind wir wieder. Wir haben gerade gut geschlafen. Wir wollten nicht zu spät wach werden. Es ist mitten in der Nacht. Wir befinden uns immer noch hier oben am Lake Isabella. Haben uns hier ungefähr ausgelockt und sind jetzt dahin zurückgeschleudert worden. Das ist natürlich ganz toll. Das ist nicht das, was ich erwartet hatte. Dann hätte ich mein Lager auch hier aufbauen können. Wobei, dann wäre ich wahrscheinlich auch wieder hier ausgekommen. Naja, dann müssen wir halt noch ein Stückchen wieder dahin reiten. Wir haben schon Eisfüße, Eisschuhe und Eishufe, habe ich gerade gesehen. So, dann schauen wir mal. Wir müssen natürlich aufpassen, wegen den Wölfen. Das Problem ist auch, wenn ich die Wölfe ausschalten würde, würde ich damit das Pferd unter Garantie verschrecken. Und da sind schon die Wölfe. Mein Deadeye ist auf jeden Fall an. Okay. Es ist ein Wolf gewesen. Ja, alles gut, alles gut. Wir lassen den jetzt erstmal liegen und gucken jetzt erstmal, wo das Pferd ist. Oder? Moment. Da ist es. Oh mein Gott. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Ich hoffe jetzt nur, dass die Wölfe nicht da in der Nähe sind. Vor allem müssen wir ruhig dorthin. Hat es sich jetzt bewegt? Ist es jetzt weg? Ich kann es gar nicht mehr sehen. Mist. Nee, da ist es. Okay. Oh, so sweet. Nein, 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 nein. Falsche Taste. So, die Schrotflinte habe ich dabei, ja. Falls jetzt doch noch Wölfe auftauchen. So, meine Süße. Bitte, bitte, bitte werde jetzt mein. Oder mein Süßer, keine Ahnung, welches Geschlecht du hast. Das ist der weiße Araber. Ein Elitepferd. Ich muss mal ein Erinnerungsfoto machen, bevor man das gar nicht mehr sieht und es gleich weg ist. You're okay. Stay. Don't worry. Schön stehen bleiben, bitte, Süße. Du bist der Traum meiner unruhigen Nächte. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles ist gut, Süße.
Alles ist gut. Ich bewege mich doch gar nicht. Alles ist gut. Easy now. Alles brav, alles gut. Alles gut. Ich möchte noch mal eben ein Foto machen, weil so nah war ich diesem Tier noch nie. So. Alles gut, Schätzelein. Beruhig dich, beruhig dich. Alles ist okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wieso bin ich jetzt aufgestanden? Das finde ich nicht gut. Alles ist okay, alles ist okay. Alles ist gut. Alles ist gut, Schätzelein. Okay, das ist ein etwas seltsames Bild. Aber das nehmen wir auch noch mit. Wie gesagt, so nah war ich dem Pferd noch gar nicht. Alles ist gut. Alles ist gut. Darf ich aufstehen? Darf ich mich dir nähern? Also, ich nähere mich dir. Hey, whoa now. Ganz ruhig, ganz ruhig. Darf ich dich streicheln? Alles ist gut. Guck mal, ich mach gar nichts. It's okay. Ich mach gar nichts. Boah, was für ein Arsch, dass der jetzt hier direkt rumreitet. Alles ist gut. Alles ist gut. Das ist easy. Darf ich dich streicheln? Ich darf dich streicheln. Alles gut. Alles gut. Oh mein Gott. Alles ist gut. Ja? Ja? Ja! Es hat sich was beruhigt. Oh mein Gott. Ich hoffe jetzt nur, dass jetzt keine Wölfe kommen. Man soll ja ein bisschen damit dem Pferd reiten. Damit sich das Pferd dann daran gewöhnt. Komm, Schätzelein, du kannst mitkommen. Vielleicht kriegt es dann ein bisschen mehr Vertrauen in mich oder so, keine Ahnung. Da hinten kommt auch ein Reiter. Hallo, hast du mein weißes Pferd gesehen? Das gehört noch nicht ganz mir, aber ich bin schon am Reiten. Guten Tag. Ich hoffe, dass der jetzt keine Wölfe mit anschleppt oder so. Das wäre jetzt wirklich fatal. Mein Schätzelein kommt mit, das ist schön. Ich schaue aber jetzt noch mal eben kurz. Wir möchten ja wieder hier rauskommen. Ich sag mal einfach Richtung Valentine. Richtung Stall. So, dann schaue ich mal direkt, wo und wie ich dann reiten muss. In der Hoffnung, dass, wie gesagt, jetzt keine Wölfe kommen. Oh mein Gott, ich glaube es gar nicht, dass ich auf diesem Pferd reite. Okay, die Ausdauer ist jetzt noch nicht so gut. Get back.
Verbundenheit Stufe 1. Uhuhu. Und schon müssen wir wegrennen. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Tut mir leid. Lauf einfach. Ich weiß gerade nicht, wo der Weg ist. Alles gut. Ich hoffe, das... Lauf! Lauf, Pferd, lauf! Scheiße! Nein! Ah, dieses scheiß Deadeye! Hallo! Da noch einer? Nein. Wo ist das Pferd? Wo ist das Pferd hin? Es steht da. Dafür häute ich euch, ihr Arschlöcher. Aber ich habe Verbundenheit Stufe 1 bekommen. Also normalerweise müsste das Pferd jetzt auf mich warten, oder? Die kommen jetzt beide. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Oh. Ich fütter dich auch. Oh, das ist toll. Ich kann gerade nichts anderes machen. Okay, dann setze ich halt wieder auf. Oh mein Gott. Ich habe schon sowas von gedacht, dass diese Scheißwölfe jetzt kommen und mir das jetzt noch alles versauen. Aber ich habe vorher die Verbundenheit bekommen. Oh mein Gott, ich habe endlich das Pferd. Ist das geil, ist das geil, ist das geil. Das freut mich so unheimlich. Es war auch ein Riesentortur. Beim ersten Mal hat irgendwie so gar nichts funktioniert. Moment, hier wollte ich entlang, ne? Okay. Nein, 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 nicht nochmal. Oh, 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 oh. Vergiss das. Ich will nicht nochmal den Scheiß mit den Wölfen machen. Ich hoffe, ich lasse mein Pferd jetzt hier nicht zurück. Okay, mein Pferd hat es wohl überlebt, so wie es aussieht. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dann können wir zusammen weiterreiten. Ich glaube, mein Pferd wartet draußen. Oder? Kommt es mit rein? Ja, es kommt mit rein. Das ist ja cool. Yeah. Nein, ich werde es nicht verkaufen. Ich möchte es stallen. Ja, tut mir leid, dass ich dich dann verkaufen muss, Akita. Du bist eins meiner liebsten Pferde gewesen. Aber das ungarische Halbblut möchte ich nicht verkaufen, obwohl das hat, naja, 3-3, 3-2 darüber. Ja, doch, es ist doch ein bisschen besser als du. Obwohl es weniger bringt, komischerweise. Wendigkeit Standard, Wendigkeit Standard. Hat weniger Ausdauer. Tja. 2, 3, 2, 2. Also der ist ein bisschen besser, obwohl ich den ehrlich gesagt ziemlich hässlich finde. Aber soll ich den hässlichen wegtun? Oder soll ich dich wegtun, Akita? Es tut mir leid, Akita, aber ich glaube, ich werde dich wegtun. Also dich, Akita. Ich konnte dich eh nicht umbenennen. Es tut mir so leid. So, Araber. Kann ich dich jetzt umbenennen? Moment, mit Tab. So, wie ihr seht, es hat eine sehr gute Geschwindigkeit.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, hier unten kann es eine Geschwindigkeit fast bis zum Maximum erreichen und die Beschleunigung bis 2 unter Maximum. Es kann auch sein, dass es noch darüber geht, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall ein Elite-Pferd und das ist richtig, richtig geil. Ich würde gerne seinen Namen ändern, muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann. Vielleicht kann ich es auch nicht, weil ich den in der Wildnis geholt habe. Wobei ich das eher nicht glaube. Ist jetzt die Frage, ob ich mit dem Pferd jetzt weitermache oder ob ich mit meinem Pferd weitermache. Wobei ich dazu sagen muss, Prinz ist natürlich super. Prinz ist renntauglich. Man sieht auch, die Geschwindigkeit geht bis zum Vollen. Nur die Beschleunigung nicht ganz so. Kannst du mal aufhören zu reden, Junge? Aber es ist halt kein Elite-Pferd. Warum ich da nichts für bekomme, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, weil er sowieso kostenlos gewesen ist. Also ich würde sagen, dass ich definitiv den Araber nehme und damit durch die Gegend reite. Ich darf da nur auf gar keinen Fall vergessen zu speichern. Ich muss immer wieder zwischendurch speichern, weil wenn ich dieses Pferd verliere, dann ist es wirklich weg. Dieses Pferd ist einmalig in diesem Spiel und soweit mir bekannt ist, kann man es nicht mehr zurückbekommen, wenn man es irgendwo mal verliert. Und ja, auch wenn ihr das vielleicht nicht glaubt, man kann sein Pferd verlieren. Das ist einem Freund von mir nämlich passiert. Sein Pferd ist weg. Es ist nicht im Stall, man kann es nicht rufen. Auch beim Neustart kam es nicht zurück. Sein Pferd ist weg. Nicht der Araber zum Glück, sondern das Pferd, was er vorher hatte. Und ja, das wäre richtig, richtig mies, wenn das jetzt mit dem hier passieren würde. Aber ich werde es trotzdem, ja, versuchen, weil er sieht nämlich richtig toll aus, finde ich. Ich möchte jetzt aufsatteln. Ich muss auch gucken, dass ich jetzt wirklich das Richtige drücke. So. Du bist ganz schön dreckig, Junge. Ich glaube, die richtig guten, die findet man wahrscheinlich nur. Ruhig, Mädchen, ruhig. Hier, das ist mein neues Pferd. Schaut es euch an. Ich bin so mega happy darüber, dass ich es endlich, endlich habe. Ich muss direkt mal ein Erinnerungsfoto machen, so wie ich das zwischendurch ja auch schon gemacht habe. Also, ja, was soll ich da jetzt noch zu sagen? Ich bin richtig, richtig happy, endlich ein Elite-Pferd zu haben, kostenlos, wenn auch mit, ja, ich sag mal, etwas Mühe, weil ich doch sehr panisch eben war. Beim ersten Mal hat es so gar nicht geklappt. Aber ich glaube, ich weiß jetzt auch, was ich nicht ganz richtig gemacht habe mit den Annäherungsversuchen. Ich habe vielleicht auch nicht schnell genug das G gedrückt. Dann hatte ich noch das Problem, dass ich das Pferd genau da angesprochen habe oder gerufen habe, wo die Wölfe dann direkt in der Nähe waren. Und das ist dann auch irgendwie geflüchtet, als die Wölfe dann gejault haben. Und ja, war wohl nicht so mein Tag an dem Tag. Das war, glaube ich, vorgestern. Aber ist nicht schlimm. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe endlich das Pferd. Ich werde gleich erstmal speichern. Das definitiv. Und werde diesen Speicherstand, glaube ich, erstmal nicht mehr anrühren, damit ich auf jeden Fall einen gesicherten Speicherstand habe, wo ich dieses Pferd habe. Und ja, ich würde sagen, dass ich damit erstmal diese Folge auch beende. Und dass ich alles Weitere, was ich noch mit euch machen wollte, in den nächsten Folgen mache. Bis dann. Ciao.